Wunderschönen guten Morgen, Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft, ne, Legion. Und, lockst du dich um 6 Uhr morgens ein und stehst in der Warteschlange im Battle.net? Nicht mal in WoW, im Battle.net. Ist echt viel los, wa? Neuerdings. Warte mal, hier hat man nichts gemacht, wir hatten eine Forschung abgeschlossen. Was hatten wir denn für eine Forschung? Hallo? Azeroth darf nicht fallen. Ich würde gern. Guck mal. Oh, nee. Das ist ja das, die Artefaktwaffe. Wir haben aber eine Forschung abgeschlossen. Was haben wir denn für eine Forschung abgeschlossen? Muss ich mal gucken. Heute auf jeden Fall werden wir gleich starten. Die zweite Artefaktwaffe mal holen, damit wir sie haben. Was habe ich für eine Forschung abgeschlossen? Ach ja. Da kommt mir gerade was in den Sinn bei den guten Herren hier, oder? Ich habe alles genau, wir haben gut vorbereitet. Erhöht die Chance in nicht wiederholbaren Quests eine seltene oder epische Bonusaufwertung als Questbelohnung zu erhalten. Sehr schön. Super. Läuft. Ups. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir unsere Lakaien ein wenig losschicken können. Aufgaben erledigen. Ja. Na, wir haben ja nur 2. Okay, dann machen wir mal die EP. Ach ja, wir haben ja nur 2 Leute. Okay, wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung Option? Steht. Gibt's hier bessere Optionen? Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Unaufhaltbar. Ich hätte gern 100%. Die Illidari sind unaufhaltbar. Wir sind alles, was zwischen der Legion schlimmer. Und unserer Vernichtung steht. Die Illidari sind alles, was zwischen der Legion die und unserer sind Vernichtung unaufhaltbar. Steht. Ist ja okay. Ich habe alles geopfert. So, wir was holen uns jetzt Rachsucht und versuchen das Ganze mal auf DD. Auswählen. Möchtet ihr eure Spezialisierung wechseln? Nein. Muss ich nicht. Fürst Illidan kennt den Weg. Ich probier's erstmal so, ansonsten wechseln wir. Frag Kacke nach einer Energiequelle für den Legionskommunikator. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Khadgar also. Das heißt, wir müssen nach. Dalaran. Dalaran war hier, ne? Ja. Reist nach Dalaran. Ah, schön, endlich wieder Legion. Momentan, glaube ich, das Spiel, was ich am meisten spiele. Weil einfach unmenschlich viel zu tun ist. So, wir sind wieder unsichtbar. Ne, jetzt nicht mehr. Läuft. Gut. Khadgar, wo ist er denn? Naja, aber wir haben da 2 Sachen zum Abgeben. Nee. Doch. Sturmheim. Ach ja, für Sturmheim. Ja, aber da wollen wir noch nicht hin. Da wollen wir ja noch nicht hin. Deswegen gehen wir die Sturmheim-Quest noch nicht ab. Das ist ja hier bei der guten. Hallo. Dies ist der besagte Dämonenjäger. Der winkt sogar mir zu. Sul'dan und die Legion müssen aufgehalten werden. So, lasst euch eine kristallisierte Seele von Erzmaria Khadgar aufhängen. Gib mir mal so eine, habe ich genau das Richtige. So eine Seele. Mir. Okay. Wohin gehen wir? Ich möchte nicht in deine Privatgemächer. Ich habe Angst. Wartet einen Moment. Ich fürchte, ich bin ein wenig sammelwütig. Was? Schauen wir mal. Ach, das sind hier seine Privatsachen. Apexis-Kristalle? Nein, die werden bestimmt nicht reichen. Geil. Irgendwo hier drüben muss sie sein. Ach, Khadgar. Arcanis-Prüfer. Seelensplitter. Ja, das ist es ganz bestimmt nicht. Aha, eine kristallisierte Seele. Die sollte bestens geeignet sein. Krise? Könntet ihr sie anfassen? Diese Kristalle haben oft eine negative Wirkung auf nicht-dämonische Wesen. Verstehe. Warum rennst du weg?
Ey, warte mal, warte mal. Ey, renn nicht weg, renn nicht weg, renn nicht weg. Gut, wir haben eine nicht kristallisierte Seele. Wissen ist Macht. Entscheidend ist, es weise einzusetzen. Seid vorsichtig, ihr bedient euch Magie, die selbst Illidan für gefährlich halten würde. Jawohl, Rückkehr zu Chase. Ach, schön. Ich liebe es, um die Uhrzeit zu spielen. Man hat noch relativ seine Ruhe. Weil momentan, wenn man zum Beispiel Weltquests und sowas macht, ey, das ist voll. Voll ist das. Was natürlich auch wiederum Vorteil bringt, gerade wenn man gegen für die Wächterinnen-Queste irgendwelche krassen Viecher umkloppen muss. Das ist natürlich ganz schön, wenn dann 6-7 Spieler dabei sind, die da helfen. Hallo. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung aktiviert den Legionskommunikator, um einen Bericht von Alari, der Seelenfresserin, zu erhalten. Falls wir uns nicht wiedersehen, sterbt wohl. Alari, erstattet Bericht. Habt ihr die Kriegsklingen gefunden? Ja. Karia! Verheerte Küste! Starker Widerstand! Aha. Wir dürfen also an die verehrte Küste, wie es aussieht. Wir haben ihre Position. Das muss genügen. Wir sind alles. So, nehmt Karia, Teufelsseele, der Kriegskring, der Allerdach auf. Wir sterben in Illidans Namen. So auch Karia. Jawohl. Flup. Und mal wieder zur verehrten Küste. Sehr schön. Wird wahrscheinlich unser Ziel sein, also gehe ich jetzt mal von aus. Oh. Szenario. So, wir sollen Alari befreien. Hier ist ganz schön was los und ganz ehrlich, das ist auch der Start. Endlich gute Neuigkeiten. Für, ja, wie heißt sie? Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Vergelter Paladine hier. Oh, sag mal, bin ich blöde? Das Schwert kann man nicht vergessen. Ey, fällt mir gerade nicht ein, das ist zu früh. Bin echt durch. Mir fällt der Name nicht ein. Kannst du kurz warten, ich muss mal googeln. Wie hieß die denn? Oh, wie hieß das Schwert, wie hieß das Schwert? Moment. Ich glaube, ich bin blöde. Mir fällt es gerade echt nicht ein. Ah, auf jeden Fall muss man da hier auch hin. Das ist genau derselbe Ort. Ich sei tot. Dumm von ihr. Lichtbringer! Meine Fresse! Meine Wunden sind... Thomas! Ich fürchte, ihr müsst allein weiter. Guck mal, so macht man das. Habe ich also doch einen erbärmlichen Wurm gespürt, der hier nichts zu suchen hat. So, jetzt haben wir ein paar Ads. Ich hoffe, das klappt, wie gesagt, auch ohne Tankfähigkeit. Schauen wir mal. Bei Todesritter hat es so einigermaßen gut funktioniert. Einigermaßen sage ich deshalb, weil ich teilweise dann doch auf die Fresse bekomme vom Feinsten. Weil man ja eigentlich mit seinen Tankfähigkeiten ein wenig arbeiten soll. Und ich glaube, wir kommen unendlich. Ihr spawnt immer wieder, oder? Na klar. Ich bin ja hier noch richtig besucht. Achso, ich dachte, jetzt kommen Dings. Ja, das ist mir ein bisschen zu viel jetzt hier. Machen wir hier mal ein bisschen was kaputt. Okay. Wie soll ich das Ding... Achso, kann man instant killen. Sehr gut. Okay, verdammtes Wache und Anmarsch ist nicht gut. Die machen nämlich Damage. Ihr seht's. Aber mit unser Kügelchen können wir vielleicht was reißen. Obwohl mir das hier echt ein bisschen Fülle ist. Komm. Brenn! Okay, er lebt immer noch. Er ist echt krank. Oh, verdammtes Wache. Ich bin
Und ganz ehrlich, ich habe jetzt gar keinen Bock, mich hier mit euch kleinen Dingern zu befassen. Wir machen jetzt einfach mal das Ding kaputt. Wer kommt? Irgendjemand kommt. Ach ja, wir haben ja noch die Teufelsklinge. Was war denn das nochmal? Stimmt auf das Ziel zu und fügt den 48.000 Schaden zu. Stimmt, die wollten wir mal ausprobieren, ne? Sieht nicht gesund aus. Seht ihr die Leichen? Die Seelen wurden direkt aus den Körpern gerissen. Tatsächlich, das ist tatsächlich der Ort. Wie auch bei der Pala-Quest. Sera und Tara. Ja, das sind, glaube ich, auch dieselben Mobs. Bäh. So, probieren wir die mal aus. Okay, sah jetzt unspektakulärer aus als gehofft. Okay, es kommen noch ein paar Ads dazu. Kann man machen. Kugeln. Kugeln? Ich habe keine Kugeln mehr. Ich werde verrecken. Okay, gut. Nochmal. Weil es zu schön war. Weil es zu schön war. Warum kann ich hier nicht reiten? Bin verwöhnt. Was sind das hier eigentlich für Dinger? Ich will es nur mal ausprobieren. Okay, ist nicht gesund. Ich wollte es nur mal testen. Haben wir irgendwas zu essen? Essen wäre gut. Aber genau. So was trage ich natürlich wieder nicht dabei, ne? Was? Was? Moment. Habe ich was verpasst? Warum sind die tot? Och, haben meine Leute weitergemacht. Ist ja nett. Okay, ich brauche aber irgendwie erstmal was zum Heilen. Nein! Oh! Oh, Scheiße. Kriegt ihr den noch ohne mich? Komm mal, Lari. Okay, ich muss mal hoffen, dass ich hier so ein paar Kugeln irgendwie hinkriege. Fuck! Und sofort die Aggro. Na klar. Achso, hier können wir doch den machen. Und natürlich kriege ich keine. Ach man, ey. Mit diesen Höllenbestien werde ich allein nicht fertig. Na dann, gib mal Gemühe. Ich hätte die Höllenbestien noch nicht andingsen sollen. Boah, ich krieg keine Kugeln, Alter. Das ist zum Kotzen. Naja, sterben wir uns hier ein bisschen durch. Wird schon. Think positiv, think positiv. Solange wir aus allen rausgehen. Auf euch wartet nur der Tod. Er ist tot. Ich lebe noch. Na ja, gut, kann man das Leben nennen? Puh, Alari, hast du zufällig was zu essen in der Tasche? Natürlich, wir sollen in die Grube rein. Dürfen wir wieder durch die Wand gucken? Moment. Aha. Vernichtet Kara Teufelsdank. Okay. Komm mal raus. Ja, der rennt weg. Ah. Lieber zu zweit angreifen, wa? Rechtschaffener Kreuzfahrer. Ich sag doch, das ist hier eigentlich auch, wie gesagt, die Questreihe. Ey, nicht übertreiben. Ich will nicht sterben. Ja, ich wusste es. Aber jetzt habe ich auch ein Kügelchen mal gesehen wieder. Ich dachte schon, meine Kügelchen sind weg. Das Ritual ist fast abgeschlossen. Aber es ist scheinbar ein anderer. Na klar, wie viel noch?
ich sterbe, weil ich keine Kugeln kriege. Doch, da waren Kugeln. Nein, da war keine Kugel mehr. Na klar, wie viel kommen da noch? Och, übertreib doch nicht, Freunde. Ist mal ehrlich. Mann, ich habe nichts zum Regenerieren. Das kotzt mich gerade voll an. Gar nichts. Na, dann niente. Wir haben noch nicht mal was zu essen bekommen. Sonst findet man immer irgendwas zu fratzen. Das nervt. Ja, ja, komm her hier. Oh, das war alleine, ja. Mann, ich will nicht immer in die Suppe raus, da Mädel. Heute wird nicht warm gebadet. So, cool. Danke. Die will ich haben. Okay, komm. Erstmal brennen. Durchsliden. Wenn die Kugeln kommen, ist ja alles soweit kein Problem, ne? Nur ohne die Dinger ist das schon ein Problem, weil ich keine Selbstheilung an sich habe. Und dann geht der Spaß flöten. So, das haben wir gesammelt. Ich werde jede Seele dieser erbärmlichen Welt verzehren. Mach doch. Mach doch. Weniger quatschen, mehr machen. Schon längst die Welt erobern können. Nein, Bösewichte warten. Aber es ist wahrscheinlich anstandig. Okay, ich soll da hinüber. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich mal mit unseren Flugfähigkeiten arbeiten. Geil. So, die Wichtel hier mal wegmerzen. Ah, die sind gut zum Kugeln sammeln. Geht doch, geht doch. So, jetzt müssen wir gleich in so eine große, fette Hauptkammer kommen. Meine Klingen bedienen sich weit größerer Macht. Okay. Gut. Aber woher, bisher brauchte man die Tankfähigkeiten eigentlich noch gar nicht so, ne? Will ich das mal so anmerken da. Ich habe Angst, durch die Linien zu treten. Beim Hexenmeister habe ich da noch so ein paar böse Erinnerungen. Was ist hier? Mit jeder Seele wächst meine Macht. Oh, die lutscht die Kreuzfahrer aus. Ich werde diese Welt beherrschen. Alle Welten. Immer diese Größenwahnsinnigen. Erlebt die Macht der Aldrazi! Wow, du bist jetzt ein Dämonjäger. Hätte ich nicht gedacht. Euer Schicksal wartet. Das sah cool aus irgendwie. Ja, ja, kill jeden bietet jeden Macht. Ich hole mir eure Seele. Der verschenkt die doch. Ich hab die auch letztens im Haha schon gesehen. Die Macht von Kill Jaden. Kann doch jeder kaufen. Und du stehst voll im Weg, Alter. Du stehst einfach nur geviert in der Gegend rum. So, du! Was wird das? Auslutschen hier oder was? Auf an mir rumzusaugen. Nehmt die Kriegsgläser. Wo sind sie denn? Wie kommen die da hoch?